Hallo da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Haul. Und heute wollte ich euch mal vorstellen, und zwar waren wir bei DM und Rossmann. Ich fange einfach mit dem DM-Haul an. Das ist diese große Tüte und ja, ich fange mal an. Bei DM haben wir dann einmal Fließrolle für die Windeln gekauft. Und leider gab es diesmal wieder nur eine Rolle. Es ist immer schwierig zu kriegen. Sonst mal zwei, mal drei. Diesmal halt wieder nur eine. Dann haben wir Aptamil Pränahrung gekauft, weil unsere fast alle ist. Dann habe ich mir ein Deo mitgenommen und einmal ein Deo-Roller. Einmal für den Garten und einmal so für zu Hause nochmal. Dann habe ich mir Make-up geholt, weil meins alle ist und eigentlich benutze ich den von Skin. Weiß ich weiter nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall ist es eine andere Flasche und mit einem blauen Schrift hier, aber irgendwie habe ich es nicht gefunden. Deswegen habe ich jetzt von Manhattan mitgenommen. Und es war sogar billiger für 5 Euro noch was. Sonst bezahle ich immer 12 Euro, glaube ich. Dann haben wir Wattepads mitgenommen, weil unsere fast alle sind. Für Frieda habe ich nochmal Trockentücher einfach mitgenommen, Pflegetücher und einmal Klopapier. Als erstes nehme ich mir bei Rossmann immer eine Rossmann-Zeitung mit. Da gibt es auch immer so Proben mit drin und eigentlich auch ganz schöne Rezepte und allgemein so ein bisschen interessante Dinge, die man so ein bisschen ja, lesen kann und manchmal lernt man noch was dazu. Für Frieda gab es dann zweimal von Pampers Feuchttücher, weil die zwei Pakete nehmen wir mit in die Kita. Dann gab es zwei Pakete von Baby Dream. Diese, ja, wie heißen die? Feucht-Komforttücher. Da sind jeweils immer 80 Stück in der Packung und halt vier Pakete. Also haben wir jetzt 8 Stück und wir brauchen wirklich ganz dringend Feuchttücher. Und da wir jetzt noch Gutscheine hatten, wollte ich die auch mal auflösen. Im Endeffekt spart man doch ein bisschen Geld. Dann noch eine Tüte von Penaten. Weil wir da auch halt Gutscheine hatten und wir hatten leider nur einen Gutschein, deswegen gab es einmal Pinaten. Wir haben eigentlich zu Hause genug Stoffwindeln und eigentlich auch genug Wegwerfwindeln, aber da wir halt den Gutschein haben und der bald abläuft, haben wir gedacht, okay, die nehmen wir mit und manchmal nutzt man die doch nochmal und deswegen musste die auf jeden Fall mit dabei sein. Dann gab es noch einfach mal zum Knabbern für die Frieda die Hirsekringel, die mag sie total gerne. Dann diese Reiswaffeln, und zwar zweimal. Einmal mit, was war denn das für ein Geschmack? Wo steht denn das? Ja, gut, okay, ich sehe das jetzt nicht. Auf jeden Fall Mango und irgendwas anderes noch. Auf jeden Fall ab 8 Monate, die isst sie auch ganz gerne, aber nicht so gerne wie die Hirsekringel. Dann gab es vom Baby Dream diese Quetschis. Die sind eigentlich auf ein Jahr, aber die Frieda isst die total gerne. Und ich gebe sie auch wirklich ganz, ganz selten. Wenn wir wirklich lange unterwegs sind, dann kriegt sie mal einfach mal so ein Quetschi. Da freut sie sich riesig drüber. Und Mama und Papa essen die natürlich auch ganz gerne. Dann habe ich neu mitgenommen von Baby Dream Grieß, Brei Vanille. Es gibt jetzt verschiedene, also neue Packungen. Ich weiß nicht, ob die jetzt komplett neu sind. Ja, ich habe sie jetzt einfach mitgenommen zum Probieren. Mal gucken, ob es ihr schmeckt. Also mit Keks schmeckt ihr auf jeden Fall gut. Dies weiß ich nicht, aber wir probieren es. Dann gab es einmal Fencheltee. Und zwar hat Papa den mitgenommen. Ich denke mal, er wird den selber trinken. Wir haben ganz viel Tee da. Und im Moment trinkt er halt ganz gerne von Frieda den Fencheltee, weil er halt anders schmeckt. Dann hat mein Freund sich Ricola Schweizer Kräuterzucker, diese Bonbons mitgenommen. Ich mag sie überhaupt nicht gerne, aber er anscheinend schon. Und ja, die mussten dann halt mit. Dann haben wir einmal Fruchtduo mitgenommen, Apfelpflaumen, ja, Apfelmonate. Isst Frieda manchmal so nach dem Essen. Ist nicht schlecht oder für unterwegs mal, wenn wir wirklich einkaufen sind oder so. Dann nehme ich einen Plastiklöffel und so einen Becher mit und dann kriegst du das mal zum Essen im Auto oder bei Oma oder sonst was. Also die sind auf jeden Fall, gehen immer. Dann gab es einen Zahnbecher. Ich weiß jetzt nicht, ob sie in der Kita einen Zahnbecher bekommt, aber ich habe jetzt einfach einen mitgenommen, weil wir eh einen für zu Hause brauchen. Wenn wir den in der Kita halt nicht brauchen, dann nehme ich den für zu Hause. Sie braucht halt eh einen. Dann musste ein Schwämmchen mit. Wir haben zwar jetzt noch eins, was gut ist, aber ich finde es halt immer ganz schön, wenn man Schwämmchen hat und
Ja, die frinzeln so schnell aus und deswegen habe ich jetzt noch eins mitgenommen. Vor allem die Farbe hat mir ganz gut gefallen. Ja, die musste mit. Dann hatten wir noch einen Gutschein für Domol Pflanzenseife. Oder, ja, Pflanzenseife zu Fleckentfernung. Die wollte ich mal ausprobieren. Ich habe jetzt mit einer anderen Seife probiert. Geht auch ganz gut weg, aber nicht alles. Und deswegen vielleicht hilft das ganz gut. Dann gab es für zu Hause eine neue Zahnbürste. Frieda hat eine Zahnbürste, aber die sieht nicht mehr schön aus und deswegen gab es jetzt eine neue. Man soll eh immer regelmäßig neue kaufen, untersetzen. Und eine neue haben wir für die Kita fertig gemacht. Da habe ich hinten auf diesen Plasteteil Frieda mit den Nachnamen raufgeklebt, so ein extra Aufkleber für so eine Sachen, ja, damit sie nicht verwechselt wird. Dann gab es für Frieda ganz viele Gläschen und zwar haben wir mitgenommen einfach so Früchte ab 4 Monate normale Nahrung, halt Pastinaken und Reis und Pute und sowas alles, Spaghetti, Bolognese, Kürbis mit Reis, dann hab's Apfel, Himbeere, Banane und Birne. Dann haben wir von Alete einmal mitgenommen, hier Kartoffelgemüse mit Hühnchen, Erbseneintopf und Tomaten mit Schinkennudeln. Dann haben wir ab 12 Monate, die ist noch nicht 12 Monate, aber die ist schon grobere Sachen und deswegen haben wir es mitgenommen, Kartoffeln, Rinderfleisch mit Gemüse, Bandnudeln mit Brokkoli und Rahmsoße. Dann haben wir Kartoffeln und Rinderfleisch und Bandnudeln mit Brokkoli, Rahmsoße wieder und dann Hühnchen, Gemüse, Risotto und mediterrane Art. Und nochmal Brokkoli-Rahmsoße mit Bandnudeln. Dann haben wir ab 8 Monate nochmal Schinkennudeln mit Gemüse, Rahmspinat mit Nudeln und Biolachs und dann Gemüsereis mit Hühnchen. Ja, also wir haben ganz viele Gläschen mitgenommen, nochmal, einfach mal, dass die da sind. Das ist unser ganzer Einkauf und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben ein bisschen was gespart und es musste eh alles her. Von daher, ja, wir haben jetzt alles da und sind glücklich. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen und würde mich natürlich über Daumen nach oben freuen. Und die meinen Kanal noch nicht abonniert haben und mehr davon sehen wollen, würde ich mich freuen, natürlich über Abonnieren. Abonniert mich hier in der Ecke, wenn ihr wollt, ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Haul oder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.